Wir sind zurück bei Let's Drive Drive Club The Road Most Wanted und ich freue mich, dass ich euch heute dazu begrüßen kann, dass wir das letzte DLC anfangen, United in Speed, mit einer wunderschönen Raute davor. Tja, macht es euch schon mal bequem, denn ab dieser Folge fangen die letzten Folgen von Drive Club an. Solange es keine weiteren DLCs gibt. Aber so wie es ausschaut, wird es wohl nicht der Fall sein. Also, hören wir auf mit der leichten Melancholie. Fangen wir an. Sieht ja schon mal gut aus. Das hier ist natürlich scheiße, dass wir schon wieder mit Crazy Golf in Japan. Na gut, VW ist jetzt nicht so, aber dass wir schon wieder mit Compact anfangen. Schon wieder mit dem Porsche, Alter. Es gibt nur einen Porsche bei dem Spiel und der ist richtig schlecht. Oder gab es zwei? Aber jedenfalls sind beide schlecht, Alter. Vor allen Dingen ist es ja auch nur ein Ruf, kein Porsche, ne? Lizenz haben sie ja nicht bekommen. So, hier erstmal schön mit dem Renault, mit den Onyx. Sie wird schön sehen. Oh, geil, Alter. Richtig geil. Wir fahren wieder mit dem Stormbreaker hier. Wir fahren immer wieder mit den wunderbaren... von dem anderen Spiel her. Ich vergesse mal, wie es heißt, was ich nie gespielt habe. Ich hoffe, da gibt es ja mal sowas wie eine HD oder sowas für die PlayStation 4. German Sports Series. Anscheinend alles nur Audi. McLaren. Ah, da fahren wir mit den Volco Flow. California. Hm. Power Source, Tucker, Hagi Hill Reverse, rückwärts. Aber welches Auto? Ach, das ist der Citroën. Dann fahren wir mit dem Capella und wir fahren Ferraris im Finale. Ich hoffe, wir haben da aber noch mehr, sondern nicht nur Ferraris, sondern es wäre geil, wenn wir Ferrari gegen Lamborghini machen. Okay, fangen wir nicht an. Fangen wir erstmal hier mit an rumzuspinnen. Fangen wir an mit erstmal was Gediegenem mit ein bisschen Konzept. Kompaktautos, so. Wundert mich ja mal, dass keiner... Ach, hier doch tatsächlich der Pro-Gamer. Ist er mal nicht vorne. Ha. So, top. Ah, okay. Das ganze Rennen müssen wir in weniger als 5 Minuten schaffen. Und endlich dürfen wir mal wieder mit unseren schönen Clubfarben fahren. Endlich. Danke. So, ich bin mal gespannt, denn... Wahnsinnsgolf. Ich bin mal darüber gespannt, denn wir wissen ja, dass das anscheinend ja irgendwie... immer so ist, dass das zweite DLC, was im Unterbereich schlechter programmiert ist als das erste, in Sachen KI und hast du nicht gesehen und Fahrzeugauswahl. Vor allem fahren wir einen richtig schönen alten Golf. Wir fahren ja noch nicht mal die R-Version. Da fahren wir jetzt erstmal richtig langsam. So, nochmal schnell das Interieur. Das kennt ihr ja hier. Langweilig Golf wie immer. Aber mit einem Schaltknauf, der da gar nicht reingehört. Ja, so, gucken wir mal, wann das Geschwindigkeitsverhältnis so... Ach, guck mal, wir müssen von Punkt zu Punkt rennen. 428. Das ist natürlich schön. Ja, da wollte ich zu viel. Komm, lass mich raus. Ja, und dann habt ihr das gesehen. Also, wenn wir einmal stecken bleiben, dann bleiben wir richtig stecken. Und ich sage euch jetzt schon, ich habe keine Ahnung, ob wir es auf Platz 1 schaffen. Das ist ja Top 3 müssen wir nur erreichen. Ich glaube, sollten wir machen. Weil so, auch bei der Fahrzeugklasse, da tue ich mir das nicht an. Weil, obwohl das hier Frontantrieb ist, kann man es aber fahren. Das ist der Unterschied. Ich glaube nämlich, der RS gehörte schon zu Performance, aber ich will mich da jetzt nicht festfahren. Ich habe jetzt nicht in die Garage geguckt, weil diesen Albtraum auf 4 Rädern, den fahre ich nur, wenn ich ihn fahren muss. Bei dem Spiel freiwillig fahre ich die Karre nicht. So, da siehst du mal wieder, keiner kennt sie aus. Links, Junge! Japan ist Linksverkehr. So. Okay, okay, okay. Wir kommen ganz gut ran. Wir sind schon wieder auf dem 7. Oh, wie die ausholen müssen. Na gut, wir holen ja auch so. Ja, das ist cool, Alter. So welche Tunnels sollte es mal bei uns geben. Ah, schade, wir fahren auf der falschen Seite. Oder? Da sieht man es auch nicht. Nee, schade. Irgendein Tunnel war das. Da hatte man so richtig schöne Fliesen und Bemalungen von Meerestieren. Ich dachte, das wäre das hier. Naja, man kann nicht alles. So. Da fährt einer sehr weit außen. Wer ist denn das? Dean. Ja, komm, jetzt ist er stecken geblieben, Alter. Aber siehst du, selbst der Computer hat Probleme, von diesem von der magnetischen Wand wegzukommen. Also, da sieht man, dass ich nicht nur labere, sondern dass es wirklich so ist im Spiel. Das ist diese... Was hat der denn da? Hat der da Wellen? Das sah ja cool aus. Nimm hinter. Nile. Hey, das sind neue. Hey, das sind wieder die Typen, die wir mal von diesem Rebellion Add-on hatten.
Und ich habe übrigens mir mal schlau gemacht damals, wer das war. Diese Rebellion-Gegner, das waren alles wirklich von Motorstorm. Ach, Motorstorm, genau, so hieß er ja, das Spiel. Von Motorstorm, das sind alles Gegner, die da aufgetaucht sind. Und, ja, für die Nostalgiker unter euch, die den ersten gesteuert haben. Ich weiß nicht, bei Pacific weiß ich nicht und bei diesem Vita-Ding weiß ich jetzt auch nicht. Und bei dem Motorstorm RC, das habe ich nur mal ein paar Mal gespielt. Weiß ich bis heute nicht, ob ich für die Vita die Vollversion habe oder nur die Trail-Version. Weil ich das eh nicht weiß spiele. Weil glaube ich nicht, dass das die Gegner sind. Die haben aber hier Verrückte. Den blühten sie ja schön aus. Ich hatte mal ein Hemd, Alter. Zum Glück ist es kaputt gegangen, was genau so aussah. In Rot-Weiß und in Blau-Weiß. So. Aber sie, die haben richtig schöne Muster drauf, Alter. Aber da sieht man auch wieder, dass es halt nicht die gleichen sind wie sonst. Hier, Saar, Mark Turner. Ja klar, das sind die. Und das ist das Schöne. Sie haben ihre eigenen Designs. Die haben nicht nur einfach die Namen genannt, sondern man sieht auch wirklich, dass die andere Typen haben. So, hier fängt jetzt endlich mal die Geschwindigkeit an. 119, Alter, soll ich beibehalten. Probieren wir es mal. Gib mein Bestes. Kann aber nichts versprechen. Komm schon. Schön, schön, schön. Bleib so, bleib so. Ja. Okay, haben wir. So. Das heißt, wir haben noch jetzt 30 Sekunden, um ins Ziel zu kommen. Wo immer das auch sein mag. Wir müssen unter die Brücke. Genau, wir fahren hier rückwärts. Genau. Das heißt, unter die Brücke und dann noch ein bisschen geradeaus. Dann müsste es kommen. Ich sehe es nicht. Wo ist das Start und Ziel? 8% noch. Da hinten. Nee, das ist der Start. Ich habe nur 18 Sekunden, Alter. Das werde ich nicht schaffen, Alter. Alter, das schaffe ich nie, Alter. Gib mal Gas hier. 8 Sekunden. Fahr. Fahr. Fahr, Junge. Fahr. Komm, 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 komm. Ja. Boah, war das knapp, Alter. Junge, 0,1 irgendwas, Alter. Boah. Also die Trophäe haben wir uns aber verdient, würde ich mal sagen. Golf auf Platz 4. Na gut, am Anfang ist viel Compact gefahren, da bin ich viel mit dem Golf gefahren. Geil, Alter. Geil. War knapp. War echt knapp, Alter. So. Was muss man hier machen? Driften. Ja, das kann man gut mit der Karre. 9000 Punkte. Schön mit dem... Ja, das ist der. Das ist dieses... Wie kann man nur einen Porsche so verhauen, Alter? Es ist ein Ruf, ja. Es ist ein Porsche. So, er kommt gut vom Start weg. Und anscheinend machen wir wenig mit Driften, sondern mit Topspeed. Boah, hä? Wieso geht denn jetzt so gerade? Haben sie ihn gepatcht? Der bricht doch so mit dem Hintern weg. Hm, die scheinen echt die Autos. Geil, wie sich das... Habt ihr das gerade gesehen, wie sich das so gezoomt hat? Das sah ja geil aus. So, 9000 Punkte. Oh. Echt, jetzt muss ich aber hier, jetzt muss ich aber in dem letzten Drift, muss ich jetzt aber mal zeigen, Alter, was ich kann. Ah, fast 3000, reicht das? Nein, aber 7,3, das ist doch schon mal eine, das reicht noch gerade mal für einen dritten, Alter. Hätte ich jetzt nicht gedacht, also ich dachte einen zweiten hätten wir, Alter. Ja. Huh, jetzt habe ich gar keinen Neustart gemacht. Ups. Sorry, mein Fehler. Guck, ich bin sogar schon auf Platz 1700 damit. Tja. Also in den. Also von den Zeiten war das ganz gut. Also bei den Topspeed-Geschwindigkeiten. Hier, vor allen Dingen, guckt euch das mal an. Zack. Oh, schade, wo ist der Timer? Da. Schade, läuft nicht. Ja, schade, jetzt hätte ich gerne mal gesehen, wie weit von 0 auf 100 ist, aber das war nicht viel. Ja, yeah, das probieren wir gleich nochmal. Aber das ist auch eine Kuppe, da musst du jetzt aufpassen, wenn man da driftet, dass man nicht abhebt oder zu leicht wird. Ne? Das heißt, der Hintern könnte wegrutschen oder du fliegst einfach direkt in die Bande. Boah. Naja. Das war ja mal eher arm. Das heißt, hier müssen wir... Das ist geil, wie sich da so ein Zoom-Effekt einbaut. Aber doch interessant, wie er anfängt zu driften, wenn ich wieder Gas gebe. Wenn ich die Handbremse benutze, dann passiert gar nichts. Aber wenn ich einmal kurz die Handbremse und dann wieder Gas gebe, dann ich probiere es mal aus, was ich hier vorhabe. Ja, siehst du? Zack.
Oh, erst bei 120 geht der Tempomat los. Okay. Ah, fuck. Entschuldigung, nicht bei. Oh, nicht in den Dreck. Das ist hart. Es ist nicht schlecht programmiert. Nein, das will ich noch gar nicht sagen. Es ist einfach nur schwer und interessant gemacht. Und vor allen Dingen Heckmotor, Heckantrieb und ich drücke die Handbremse und nichts passiert, Alter. Das ist viel mehr das, was mich hier gerade also richtig schön fasziniert. Na los, komm! Ja, ein paar Punkte verschenkt. Ja, 1200 Punkte, oder? Mehr als wenn wir sonst an dieser Stelle hatten. Wie mache ich das nur? Ich probiere es mal ohne Handbremse. Das liegt einfach daran, dieses Auto ist zwar schon von Anfang an dabei, aber ich fahre es nie. Ich bin es nur bis jetzt echt bei den Veranstaltungen gefahren. Geht? 1200? Kaum gedriftet? Hm. Okay, also mehr durch Geschwindigkeit. Okay, so. Erstmal, jedes Auto ist anders. Das freut mich bei dem Spiel. So, und hier jetzt erstmal. Oh, das reicht nicht, oder? Ja, ganz knapp, Alter. Aber geil, Alter. Ich glaube, ich hatte noch nie so 3000 irgendwas, Alter. Hatte ich noch nie in einem Einzeldrift, Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gefällt mir. Den nehmen wir, Alter. Kann man bestimmt ein schönes Thumbnail rausmachen. Ja, und ich merke gerade, wir haben noch eine Menge Zeit übrig. Dann würden wir mal sagen, Zeitrennen, ne? Würde ich mal sagen. Und zwar mit dem Onyx. So, 1.18.5. Ja, sag ich doch. Onyx Konzept. Ich kenne auch meine Pappenheimer hier. Norwegen. Punkt zu Punkt oder Runde? Oh, yes. Das ist übrigens die, wo ich euch neu mit dem Ferrari gefahren sind, wo ich dann andauernd gegen die Ecke geknallt bin beim Zeitfahren. Hier ist die Stelle nämlich, die haben sie zwar ein bisschen gepatcht, aber sie haben auch gleichzeitig noch eine zweite Schikane eingebaut. Wenn wir mal Pause drücken. Da, eins und noch eine, gleich dahinter, das ist neu. Sonst war da immer nur eine. Und die beiden Ecken rechts, die haben es wirklich in sich. Wenn du da zeigst, dann prallst du wie ein Flummi nach links weg. Da wollte ich zu viel. Ein bisschen mit Handbremse gespielt, auch vom Driften. Dieses Auto ist schön. Dieses Auto ist wirklich schön. Und ist wirklich ein schönes, ist wirklich ein schöner Wagen. Wenn man hier so mal guckt, sieht echt toll aus. Sieht so ein bisschen aus wie Knight Rider. Vom Lenkrad her, weil ich mit den digitalen Zahlen. Finde ich ja schön, dass sie die alten digitalen Zahlen eingebaut haben. Frage ich mich, auf welches Auto das eine Hommage sein soll. Ja, nur weil du jetzt ein französischen Wagen fährst, tippst du da an mit den Fachwörtern um sein. Ja, lass mich doch. So. Linda, sei ruhig. So. Komm schon. Ah, es wird leider nur. Mist. Ein Stern, ganz knapp. Aber oh, das wird schon. Wenn ich mich hier und da mal irgendwo ein bisschen besser anstelle, dann klappt es. Ja, schon läuft es auch hier, ne? Würde ich mal sagen. Zack, da haben wir schon den Hadjocken. So, da haben wir schon den zweiten Stern und der dritte Stern, der wird auch hier gleich uns. Weil dieses Auto ist wunderbar zu kontrollieren. Es hat alles. Es ist einfach alles. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt Performance-Klasse, Racer-Klasse oder schon die Hyper-Klasse? Aber ich glaube, es ist schon die Hyper-Klasse. Weil das ist halt doch schon eine ganz schöne Beschleunigung, dieses Auto. Und es fährt sich einfach Hammer und es kann auch ordentlich mithalten. Klar, gegen Königsegg oder so, gegen diese Ferraris, da sieht es ein bisschen alt aus. Aber es kann auf jeden Fall eine Menge machen. Das ist schön. Vor allem, dass es ein Konzept ist, gefällt es mir. Leider gehen ja diese Konzeptstudien leider nie in Serie. Und ich muss echt sagen, ich würde es toll finden, wenn der in Serie gehen würde. Das Ding sieht einfach geil aus. Es hat einfach so eine richtig so eine Mischung aus Retro mit Zukunft gemischt. Hat ein bisschen Ridge Racer mit drin.
Und es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Es gibt so viele schöne, wenn ich immer mir die Autos angucke, es gibt so viele schöne Studien, auch so vom Design, wie das Lenkrad ist und hast du nicht gesehen, die kommen nie in Produktion. Da denkst du mir, warum? Wag doch mal was. Warum muss denn immer alles so billig aussehen? Und wenn, warum gibt es denn nicht so eine Sonderedition, wo das alles drin ist? Ich sag ja noch, wo es die neue A-Klasse vorgestellt wird. Die 2015, oder was jedenfalls die neueste, 2015. Die hätte innen drin so tolles Lenkrad, so schöne Highlights mit LEDs und hast du nicht gesehen. Und alles richtig schön futuristisch gemacht und oh, die Innenausstattung, Hammer. Und dann guckst du so beim Händler und denkst so, ja toll, selbst das teuerste Paket bietet noch nicht mal das, was du da gesehen hast. Auf der Essener Motorschau, da denkst du ja auch so, hm. Oder der Spoil, auch wenn du dann die AMG-Studie siehst, ist auch so, geil, Alter, genau so, Alter, bring's mal raus. Und nein. Selbst AMG muss immer noch schlicht sein, muss noch Etikette zeigen. Bloß nichts mit Tuning, du musst wieder alles selber machen. Weißt du, da musst du wie ein Nappel Fotos machen und dir alles feinhart alles selber anfertigen lassen. Dann lassen sie doch nicht mal Fotos machen. So wie der eine, das war glaube ich ein Rumäne war das oder war es ein Tscheche? Der hat sich ein Mercedes SLR McLaren nachgebaut. Ach, Mist, da rutscht mir der Hintern weg. Nachgebaut. Aus einem Peugeot oder aus einem Renault. Der hat sich, und was hat er als Vorlage genommen? Genau, das eins, das wirklich sehr detailreiche Modell damals aus dem Original-Zubehörshop. Das ist wirklich sehr detail und ist wirklich im Maßstab original. Wenn du das auf groß ziehst, hast du eins zu eins das Fahrzeug. Und er hat sich das wirklich in Handarbeit nachgebaut. Und Hut ab, ehrlich, Hut ab. Und hat im Endeffekt, das Ding kostet ja irgendwie 500.000 oder ein wenig gar mehr, hat er insgesamt, glaube ich, nur 200.000 für ausgegeben. Ist zwar immer noch eine ganze Menge Geld, aber überleg mal, er könnte sich zwei davon kaufen, oder? Natürlich hat er ja dann natürlich nicht den Mercedes-Motor, der SLR-Motor, der wird ja auch im Dinges benutzt, im Zonda. Und, Alter, da kommt er wieder, Alter. Der nimmt die Kurven besser als... Boah, fuck. Besser als ich. Na gut, das war es jetzt nicht. Aber ist ein schönes Ding, dass der Zonda halt schön mit dem GTR-Motor. Oder war es ein GTR von McLaren? Hier von Mercedes GTR. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. War es jetzt vom SLR oder war es vom GTR? Also vom CLK GTR. Dieses Le Mans-Auto. Was damals ja bei 380 Sachen ja einen Backflip gemacht hat und von der Strecke weggeflogen ist. Mit einem vierfachen Rückwärtssalto. Und dadurch haben sie ja die Reglements ändern müssen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Muss ich selber nochmal gucken. Oder wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin für Verbesserungssachen meinerseits immer wieder gerne offen, denn ich möchte ja keinen Quatsch erzählen. Und es ist langsam, ich habe so viel Zeug und unnützes Wissen im Kopf. Das kann man die ein oder andere Stelle schon mal durcheinander bringen. Und vor allen Dingen, wenn die denn schon mal 10 Jahre nicht abgerufen wurde, die Information, dann kann man sich das auch leicht falsch merken. So, komm schon, die Zeit hier. Zeit ist hinter uns und diesmal haben wir richtig einen Puffer. Das wird doch hier schon ein Kartoffelpuffer. Gehen wir nach Hause hier. Wichtig ist nur, dass wir halt diese letzte Kurve haben, wo ich nie den Bremspunkt weiß, weil es da einfach null Anhaltspunkte gibt. Und zwar diese Rechtskurve hier. Meist zu früh, mal zu spät. Jetzt scheinst du ganz gut genommen zu haben. Ich hoffe auch, dass das die Bestzeit so sieht. Und mich nicht einholt. Ja, alles klar, haben wir. Haben wir. So, okay. So, haben wir. Ja, da würde ich nur mal sagen, das war... Hier, da ist ja wieder die Zahl 117. Master Chief. Und schon gleich die zweite Trophäe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss man auch erstmal schaffen, Alter. Ja, in einer Folge 2 Trophäen gleich geholt, geht doch. Haben wir morgen diese beiden schönen Sachen. Erst Germany und dann gucken wir danach. Und ja, wenn das so ungefähr dauert, wie es dauert, dann wird das die übernächste und das die überübernächste. Ich hoffe natürlich, ich kann es so lange wie möglich rausziehen, aber natürlich nicht durch Sachen wie schlechte Performance meinerseits, sondern
einfach durch Zeitfaktor. Wir lassen uns jetzt halt, ne? Also, macht was Sinnvolles. Ich freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Gleiche Zeit wie immer.